Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Most Actives. Ja, der Markt zeigt sich heute ein weiteres Mal gut gelaunt. Jetzt am Nachmittag sind wir mit rund 1% im Plus beim DAX. Also mal wieder grüne Vorzeichen. Manchmal sind keine Nachrichten allein schon mal gute Nachrichten, denn dass das Thema Handelskonflikt USA-China im Moment zumindest nicht weiter zu eskalieren scheint, sieht der Markt zumindest schon mal als Verschnaufpause, sagen wir es mal so. Und dann hat man auch mal wieder ein bisschen Zeit, auf Konjunkturdaten zu gucken und auf Unternehmensmeldungen, Unternehmenszahlen. Denn nach wie vor sind wir mitten in der Berichtssaison. Und was die Konjunkturdaten angeht, da hatten wir heute Morgen welche aus China hier vom Außenhandel. Und die kamen positiv an am Markt, gerade eben, wenn man bedenkt, dass die USA und China ja mitten in einem Handelskonflikt stecken. Aber trotzdem, positive Daten aus China kommt da quasi besonders gut an. Außerdem, wie gesagt, jede Menge Zahlen, die kommen unterschiedlich an. Und die einen oder anderen könnten jetzt vielleicht auch hier bei unseren Most Actives mit dabei sein. Deswegen schauen wir jetzt direkt mal auf die meistgehandelten Werte beim Online-Broker Flatex. Da haben wir auf der Kaufseite die Commerzbank, Wirecard, die Deutsche Telekom, Adidas und Daimler. Bei der Telekom, da gab es eben heute Zahlen. Die sehen eigentlich ziemlich gut aus. Umsatz ordentlich gesteigert um 7,1%. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auch ordentlich angestiegen. Dann sind wir auch noch kurz vor der Fusion, also die angepeilte Fusion zumindest, in den USA für die Mobilfunktochter. Also läuft eigentlich ganz rund, muss man sagen. Die Aktie ist allerdings heute nicht ganz so gut gelaufen. Und wenn man aber bedenkt, dass wir zuletzt da eben auch schon einiges an Positivem eingepreist hatten, hat der eine oder andere da vielleicht einfach mal auch Gewinne mitgenommen. Die Prognosen, die hat man bestätigt bei Zahlenvorlage. Wie gesagt, in den USA, da läuft es eigentlich nicht schlecht. Was hier so ein bisschen bei uns im Heimatmarkt quasi auf die Stimmung drückt, das sind hohe Ausgaben für die Mobilfunklizenz. So, wir gucken jetzt weiter auf die Verkaufsseite. Wer tummelt sich hier? Da sehen wir Wirecard, so eine Überraschung, Adidas, die Commerzbank, ThyssenKrupp und SMA Solar. Auch bei Adidas gab es Zahlen und hier haben wir auch den total lustigen Effekt. Die Zahlen sehen ziemlich gut aus, also Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis. Die Aktie ist aber heute deutlich in Rot unterwegs. Der Markt bemängelt hier, dass die Prognose, weil man hat sich auch positiv geäußert, wie es im zweiten Halbjahr weitergehen soll. Da hat der eine oder andere vermutlich die Ohren gespitzt und gesagt, so, und jetzt sagt doch endlich mal was zum Thema Prognose. Man hat die Prognose aber eben nur bestätigt, also nicht angehoben, wie man eigentlich bei so viel Optimismus erwarten könnte. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, die Aktie hat vor kurzem erst einen Rekordhoch gesehen, ist also sehr, sehr gut gelaufen. Und da ist dann die alte Börsenweisheit schon wieder mal quasi hier gespielt worden. Sell on Good News, der eine oder andere hat sich dann heute von den Adidas-Papieren getrennt. Wir schauen weiter auf SMA Solar, denn auch da gab es Zahlen. Die sehen jetzt auf den ersten Blick nicht so toll aus. Also der Umsatz rückläufig, EBITDA sah auch nicht so gut aus, aber Auftragsexplosion sehen wir hier gerade in der Headline und so sieht es nämlich mal aus. Wie sieht die Explosion genau aus? Der Auftragsbestand von 453 Millionen Euro ist in den ersten 6 Monaten des Jahres um 158% gesteigert worden. Das kann man dann tatsächlich eine Auftragsexplosion nennen und dementsprechend optimistisch hat man sich dann eben auch geäußert. Also man erwartet dann dementsprechend Umsatzsteigerungen in der zweiten Jahreshälfte. Allerdings die Prognose hat man auch nur bestätigt. Die Aktie ist also quasi ist jetzt nicht ganz so prozentual gesehen diese Auftragsexplosion gefolgt, aber auch ziemlich gut gelaufen nach diesen Zahlen heute. Das war's für diese Ausgabe von Most Actives. Morgen sehen Sie quasi noch die letzte vor dem Wochenende und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie um 15:30 Uhr auch wieder hier mit dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.